So, wir haben hier unseren LKW an einer Werkstatt stehen. Und jetzt schauen wir mal, wie der Klang ist. Denn wir haben den jetzt aufgemotzt, lackiert und so weiter. Denn wir haben hier ein ziemlich neues Profil und kaum Geld bis jetzt gehabt. Aber die Version 1.4.0 hat einen neuen Sound bekommen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Dazu mache ich das Mikrofon mal aus, weil das könnte etwas lauter werden vielleicht. Und dann hört er mal alles hin, da Scheibenwischer, Bremsen und so weiter, damit man das alles mal schön hören. Und ich fange mal an. Thank you.
gesehen, die alten Absperrungen entfernen, das geht immer noch mit Befahren der Straße. Das ist interessant, oder? Ich würde sagen, der Sound kann sich sehen lassen. Und auch das Spiegeln zum Beispiel. Diese neue Verspiegelung, ja, wie das alles spiegelt, ja. Also, da siehst du wieder auf der Scheibe verzerrt. Also das ist sozusagen ziemlich realistisch. Wenn man natürlich eine gute Grafikkarte hat, dann ist alles auf maximal gestellt. Das heißt also, hier ja, ist richtig geklotzt worden, ne? Von den Programmierern. Da guckt, wie das alles spiegelt da. Ist doch nur noch geil, oder? Doch Wahnsinn, oder? Hey, guckt euch das an. Ja, ich finde das ganz gut. Oh, wir sind auf die Bordkante gefahren. Das ist doch blöd. Ui, der hat richtig Power. Ups, so, zack. Läuft noch schön nach. Das ist echt cool, oder? Aber jetzt haben wir das wahrscheinlich auch im Mikrofon, das Geräusch. So, ich habe nämlich nicht leiser gedreht gehabt. Okay. Machen wir es nochmal mit leiser drehen. So, ich drehe es mal leiser. So, und jetzt machen wir das nochmal, damit wir das auch hören. Ja, von außen. Motorsport. Thank you.
So. Cool, oder? Naja. So, wir hatten noch vergessen, die Geräusche vom Scheibenwischer. Ach, es regnet sogar direkt. Und wir haben den gleich an. Weil das ist nicht ganz so gewöhnlich, dass es immer gleich regnet. Das ist ja witzig. Aber ich habe das gerade irgendwann probiert. Wir hören dort mal sogar den Scheibenwischermotor, ne? Hören wir. Ich kann das jetzt für mich nicht so laut machen, weil sonst haben wir so ein Mikrofon doppelt. So. Ihr hört also einwandfrei. So. Na, jetzt hört der Regen fast auf. Gucken, wie es von draußen anhört. Ach cool, ne? Ah, es regnet nicht wirklich toll. Die Sonne kommt schon wieder raus. Ich glaube, man hört's, ne? Auch von draußen. Von drinnen ist natürlich besser zu hören. So, das war's dann. Dann können wir uns mal die Tasten noch angucken und die Lautstärkeneinstellungen. Gehen wir auf Einstellungen und dann die Grafikeinstellungen sind natürlich die höchsten, die es gibt. Alles auf volle Pulle, bis auf den hier. Den habe ich auf 300, nicht 400. Weil das ist die Skalierung am schönsten. So, ansonsten alles auf Hoch oder Ultra. Was denn die schönen Effekte macht, ne? So, die Helligkeit ist also unter der Hälfte, weil mein Monitor ziemlich gut ist. So, und dann haben wir den Sound. Da ist natürlich fast alles aufgeregelt, bis auf den Turbo. Den habe ich ein bisschen unter dem Lautstärke des Aufliegers, der muss nicht so sehr poltern. So, dann haben wir so ein paar kleinere Sachen, Umweltgeräusche, ein bisschen langer, leiser und dann Lautstärke im Inneren muss auch wieder völlig hoch, damit wir das schön hören. Und dann Radiolautstärke, ja, die kann man regeln vom Player aus. Ich habe den Player sozusagen auf Tasten gelegt, dass der Lautstärke leise und dann die Sender durchscrollen und anmachen. Also das funktioniert mit Bild hoch oder Bild runter, Sender durchschalten und anmachen, den Player, ne? Leider kannst du dann nicht ausmachen, aber das ist egal. Und dann laut leise ist dann plus minus. Das ist also schön erreichbar. So, Musiklautstärke habe ich natürlich keine, weil das will kein Mensch, ne? So, Lautstärke der Menümusik, das ist alles weg, Intro ist fort. Aber das habe ich mit Parametern schon ausgeschaltet. Das kann man wunderbar ausschalten. So, wie laut das Navi ist, das habe ich festgelegt hier. Weil das Unterschied. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So, kann man ja testen, so. Extra Audio-Treiber habe ich nicht. Das heißt also, so, und dann haben wir hier Gameplay. Da ist dann so einiges, was noch eingestellt ist, ne? Da haben wir dann wahrscheinlich auch die Einstellungen von... Nein, haben wir nicht. Ja. Echte Automatik habe ich genommen. Ist ja klar, Lenkstabilität. Das ist ja Lenken. Warte mal, wollen wir lenken? Wo habe ich das Lenken jetzt her?
Das ist beim Lenker. So, da haben wir sie, ne? Heißt also, die Feedback und alles, das ist alles ziemlich hart eingestellt, weil das ist dann fast echt. Das rappelt wirklich das Lenkrad durch die Gegend hier, wenn du übers Gelände fährst oder über eine Bordkante oder, ne? Also Geländeeffekte sind auch, die habe ich ein bisschen runterstellen müssen, weil das hat wirklich gerumpelt. So, die Dämpfung ist klar, Kollision ist klar, wollen wir ja auch hören. So, also alles gut. So, ne? Hier sind dann die Tasten belegt. Da haben wir den ganz unten wahrscheinlich den Player. Dann muss man sehen können hier, ja. Nee, da ist der Player nicht. Oder? Nein. Ja, das gibt's doch nicht. Da ist er, Player. So, das ist die Fenster öffnen. Ja, Fenster schließen. Habe ich jetzt auf Ende und Position 1 linke Fenster, rechte Fenster. Wie wir es gesehen haben, ne? Plus, wo ist denn jetzt Radio hin? Noch einmal. Da ist es doch. Audio Player, da ist er. Da muss er Bild nach oben, Bild nach unten. Audio Player einschalten, egal mit welcher von den beiden. Und dann durchscrollen der Sender. Oder wenn es eben MP3 Musik, dann nicht der MP3 Titel durchscrollen. Ne? So, und dann plus minus ist dann Lautstärke. Ne? So, alles andere ist ja Standard. So, das war's also. Es macht Spaß zu spielen. Und dann wünsche ich natürlich auch jedem ein bisschen Spaß damit. Tschüss.